Also wir sind hier alarmiert worden zum Gebäude Vollbrand oder zum Dachstuhlvollbrand in der Seilergasse. Auf Anfahrt vom Feuerwehrhaus hierher habe ich dann gleich einen zweiten Zug alarmiert, weil man die starke Rauchentwicklung schon vom Feuerwehrhaus aus gesehen hat. Hier angekommen war der Dachstuhl schon in Vollbrand, habe dann das Gebäude erkundet und Riegelstellungen eingeleitet. Also im Einsatz sind die Feuerwehr Hausach komplett mit 5 Fahrzeugen, die Feuerwehr Wolfach mit 3 Fahrzeugen, die Feuerwehr Triberg ist mit der Drehlader hier und die Feuerwehr Biberach noch mit einem LF. Personen waren keine mehr im Gebäude drin, Nachbargebäude haben auch abgesucht, auch keine Personen, also kein Personenschaden. Wir haben jetzt hier eben mehrere Riegelstellungen eingeleitet, es sind ringsrum ums Gebäude und schützen die anderen Gebäude. Ja, für die Feuerwehr hat es sich ziemlich schwierig herausgestellt, weil alles ziemlich enge Bebauung ist. Wir haben schauen müssen, wie wir die Fahrzeuge positionieren. Gerade die zweite Drehlader war sehr, sehr schwierig zu positionieren. Jetzt weiterhin gilt es natürlich, das Feuer komplett unter Kontrolle zu bringen, den Brand zu löschen und dann halt natürlich noch die Nachlöscharbeiter. Und so wie es aussieht, wird es auf eine Brandwache heute Nacht rauslaufen. Love it.